Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wir gibt jetzt zur Farm. Wo ist die denn? Die ist da hinten. Oh, in der Nähe von Dingens. Sanctuary. Gehen wir mal zu Concord. Und nehmen dann diese Farm mal ein. Für die Minutemen. Du musst einen neuen Friseur besuchen, einfach einen Friseur in einer der großen Siedlungen. Bla. Korre ich wieder mehr Munition. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Habt ihr was zum Handeln? Wenn du handeln willst, kannst du mit meiner Frau reden. Sie ist beim Haus oben, aber sei gewarnt, wenn du Ärger machst. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tätos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Lake Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Wie lange gibt es diese Farm hier schon? Seit vielen Generationen. Auf jeden Fall waren mein Vater und davor sein Vater schon hier. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Daran solltest du dich nicht ständig selbst erinnern. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Will Marys Medaillon zurück. Und das ohne Munition. Ich habe doch gerade hier noch eine Frau gesehen. Wo ist sie hin?
Hey, wo ist die Olle denn hin? Aber das ist aber schon die hier, oder? Ich dachte jetzt, dass seine Frau ist auch hier. Entschuldigung? Suchst du Arbeit? Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Was bezahlst du? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Sieht aus, als hättet ihr hier eine sehr erfolgreiche Farm. Das hoffen wir zumindest. Clarabella hilft natürlich. Kostenloser Dünger, wie Papa sagt. Alles hilft, was Korken spart. Clarabella? Wer ist das? Clara ist unser Brahmin. Ich finde, sie gehört ebenso zur Familie wie Maisie. Das ist unsere Katze, falls du fragen wolltest, wer das ist. Sicher. Ich habe Zeit zum Helfen. Großartig. Es muss nicht sofort sein, sondern wenn du Zeit hast. Ich mach das mal eben. Ich trage schon so viel. Aber ich bin ja gleich wieder los. So, wo ist die Olle jetzt hin? Natürlich, meilenweit weg. Ich vermute, Sie hocken in dieser Satellitenstation. Miss Abernathy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Ja, hier, bitte. Großartig, danke für deine Hilfe. Lucy. Ich wusste, du würdest uns helfen. Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Sicher. Was hat der so? Was? Dann gehen wir wieder nach Diamond City. Ich brauche ein paar Sachen. Meine Haarbürste ist auch kaputt. Gib doch einfach zu, dass du Horvath nur schöne Augen machen willst. Papa, will ich nicht. Keine Sorge, Liebling. Wir müssen schon bald wieder raus. Okay, dann machen wir eben zur Aufgabe.
Kann ich nicht sonst rein? Natürlich nicht. Ich brauche doch nur Munition, ey. Scheiße. Die Hirschkuhle hinten am Visier, ey. Das wollte ich eigentlich gerne. Hast du das gehört? Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Sowieso nicht, sowieso nicht. Sirius 30 ist momentan aber echt Munition, ne? Knopf gibt, der uns hier rausbringen kann. Ich hatte erstmal so lange die Schrot. Sollten wir hier rasten? Der Ort gleicht einer Festung.
Patient. Das Ding an deinem Handgelenk denn kein Licht? Da kommt noch mehr. Wir sind nach langer Zeit die Ersten, die sich hier aufhalten. Glaube ich nicht. Ja, klar, das ist richtig. Leg los. Ich habe mich noch nie gern mit diesem Technik-Scheiß beschäftigt. Da bin ich gekommen. Dann kann ich ja schon wieder zurückgehen. Dann kann ich ja schon wieder raus hier. Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann?
Ja, das war es dann noch hier erstmal. War diesmal ein bisschen einfacher. Ja, vorne ist gelaufen. Hep. Hep, hep. Hep, so jetzt. Dann ist die Farbe. Die Leute hier arbeiten hart. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Ja, geil. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. Ach, schade. So, jetzt soll ich hier doch irgendwie noch die Dings hinbauen, oder? Oder was sagt meine Aufgabe? Der Robocop Pit Boy ist das ultimative persönliche Computersystem. Das Commonwealth ist ohnehin ein gefährlicher Ort, doch je weiter man sich nach Süden reist, umso gefährlicher wird es. Ich hätte nicht. Hä? Warte, hörst du das? Verdammt.
Okay. Ja, eigentlich wollte ich jetzt gerade die Folge beenden. Denn die Quest, die wir jetzt vorhaben, die werde ich dann in der nächsten Folge machen. Und wir sehen uns dann. Showio. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Ob man bereit ist oder nicht. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Die entscheidende Frage ist: Würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Suns handelt. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich schwöre, ich bin kein Sünd! Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Das ist doch lächerlich! Ich will die Wahrheit, McDonough. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Aber nicht alles ist verloren. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Also wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich.